Die diabetische Ketoazidose bei schwangeren Patientinnen ist gar nicht so selten, wird aber häufig sehr spät diagnostiziert. Das liegt daran, dass die Symptome verwechselt werden können, zum Beispiel mit einer Gastroenteritis, mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen, kann verwechselt werden mit einem akuten Abdomen und kann verwechselt werden mit einer Hyperemesis gravidarum. Zusätzlich hyperventilieren die Patientinnen, im schlimmsten Falle wird es mit einer Hyperventilationstetanie verwechselt. Die Patientinnen sind exsikiert, bekommen ein oliguresches Nierenversagen oder anurisches Nierenversagen und damit auch eine Minderperfusion der Plazenta und möglicherweise des Feten. Zudem besteht schon zu Beginn der Erkrankung eine gewisse Gleichgültigkeit der Patientin. Sie haben im weiteren Verlauf eine Bewusstseinstrübung. Die Diagnostik wird einmal mit der Blutgasanalyse durchgeführt. Die Patientin haben eine Azidose mit einem negativen Basic-Cess und einer positiven Anionenlücke und man kann im Urin und im Blut die Ketonkörper nachweisen. Die Blutzuckerwerte selber spielen eine etwas untergeordnete Rolle, weil ca. 30% der Patientinnen eine euglykäme Ketoazidose haben. Die Therapie wird kausal durchgeführt durch intravenöse Insulintherapie, das Ganze auf einer Intensivstation und natürlich die Volumensubstitution, hauptsächlich durch isotone Kochsalzlösung.